Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Zum Covid-19-Maßnahmengesetz folgendes: Es war uns ein Anliegen, es mit zu initiieren, es auch mit einzubringen und bei der Beratung auch anwesend zu sein, sowohl in dem kleinen Ausschuss als auch im Rechtsausschuss. Anwesend zu sein mit unseren Gedanken und Ideen. Und wir sind stolz darauf, dass dieser Landtag, unser Landtag, es sich dazu aufgerafft hat, über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinaus eine gemeinsame, wichtige Sache auch gemeinsam auf den Weg zu bringen. Wir stimmen selbstverständlich auch zu. Wir haben als AfD-Fraktion einen Gesetzentwurf eingebracht zum Schulmitbestimmungsgesetz. Und zwar, weil wir der Ansicht sind, dass das auch die Corona-Krise, die zeigt es ja, dass dann auch die Defizite zutage treten und dass man da auch einige Defizite abbauen kann. Und in der Schule ist es ja so, die Schule kommt aus der Geschichte heraus als eine staatliche Behörde auf uns zu. Und wir sind ja jetzt geschichtlich gesehen eine noch sehr junge Demokratie, die im Aufbau ist und im Ausbau. Und dann steht es uns gut an, auch gelegentlich an diesem Ausbau mitzuarbeiten. Ein wichtiger Schritt war das Schulmitbestimmungsgesetz vom 27. März 1974. Aber das war natürlich nur der Anfang. Das Gesetz hat sich bewährt. Aber es hat natürlich auch seine Schwachstellen. Zum Beispiel ist es also sehr umfangreich, zum Beispiel, ich führe das jetzt nur als Beispiel an, gibt es also lange Passagen, wie die einzelnen Gremien, wie da hineingewählt wird, dass das geheim gemacht wird, wie viele Leute anwesend sein müssen und so weiter und so fort. Das ist also bis ins Kleinste geregelt, aber wenn nachher das Gremium steht, dann fragt man sich, welche Befugnisse hat dieses Gremium. Und das ist ja das Wichtige auch. Und so haben wir in den Schulen heute, wir haben Teilkonferenzen, wir haben Lehrerkonferenzen, wir haben Fachkonferenzen, wir haben sehr viele Konferenzen und Mitbestimmungsgremien, das ist in Ordnung so. Und wir haben zwei darüber hinausragende Gremien, das ist die Gesamtkonferenz der Schule und die Schulkonferenz. Und hier dreht sich jetzt um die Schulkonferenz. Die Schulkonferenz, die besteht aus Mitgliedern aller Beteiligten. Da sind also Schüler drin, da sind Eltern drin, da sind Lehrer drin, da ist der Schulträger drin, da ist auch das Bildungsministerium vertreten. Und diese Schulkonferenz hat eine Menge Aufgaben, die sind auch im Gesetz aufgeführt. Ich glaube, es sind zehn Gruppen, die da aufgeführt worden sind. Aber oft ist es auch nur, dass man berät oder hinwirkt und so. Aber ich denke schon, dass die teilnehmenden Personen so mündig sind, dass sie auch Entscheidungen treffen können. Und gerade in dieser Situation, in der wir jetzt sind, sind wir der Ansicht, dass viele Entscheidungen zu Unrecht ganz oben gefällt werden, allgemein und gleichzeitig und auch einheitlich, was die Sache nicht hergibt. Also, und hier wäre unser Antrag, ist also hier, dass die Schulkonferenz unter Kenntnis der Umstände vor Ort, und es sind ja auch ausgebildete Leute, die Lehrer und die Schulträger und so weiter, ausgebildet und in Kenntnis der Situation vor Ort dann auch entscheiden können, wie die Schule ihrem Bildungsauftrag gerecht werden kann, ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht werden kann. Und dass man das dann auch macht, und es ist ja nun wirklich so, die Bildungsministerin ist mit Sicherheit fleißig genug, das auch richtig machen zu wollen, aber mit Sicherheit auch überfordert. Denn, das wissen wir alle, Schule ist nicht gleich Schule. Grundschule ist nicht gleich Berufsbildungszentrum und Grundschule in Saarbrücken ist nicht gleich Grundschule in Wemmitzweiler. Also wir sind hier dafür, dass die Demokratie und die demokratische Mitwirkung auf dieser Ebene in diesem Punkt gestärkt wird. Das dazu, wir stimmen natürlich dieser Gesetzänderung zu und unsere Hoffnung, dass Sie da zustimmen, ist nicht allzu groß, aber wir haben es mal wieder gesagt, wie wir denken, dass es richtig wäre.
Und nun zur Regierungserklärung. Bevor ich da ein paar Vorbereitungen, ich muss ja immer hier auf die Uhr schauen, ich habe nur eine sehr kurze Redezeit machen, möchte ich ein Thema zuerst vorweg mal aufgreifen, weil das immer eine große Rolle spielt und auch im Augenblick sehr aktuell ist, und das ist das Impfen. Ich habe das jetzt hier schon sehr oft gehört, dass das alles sehr, sehr gut geklappt hat und prima war, und herzlichen Dank an den und herzlichen Dank an jenen. Tatsache ist aber, dass in der Bevölkerung eine riesige Unzufriedenheit ist. Über diese Art, einfach zuerst einmal, wie das angefangen hat mit dieser unseligen Vergabemethode des Windhund-Methode und so weiter. Ich habe heute Morgen auf dem Weg hierher Radio gehört, und das wissen Sie ja schon, da höre ich meistens, damit ich es nicht verlerne, auch und damit ich mich umfassend informiere, auf französischen Rundfunk. Und da habe ich Zahlen gehört, da bin ich vor Neid erblasst. Also erst einmal eine Prognose. Der Ministerpräsident hat gesagt, also bis im Sommer diesen Jahres haben wir alle Leute geimpft. Da habe ich gedacht, das ist ja fast nicht möglich. Und dann wurden präzise Zahlen von jetzt genannt. Da wurde gesagt, jetzt, also gestern war das dann, gestern sind 130.000 Menschen geimpft worden. Und dann rechne ich immer so nach, was ist denn das dann, bis zum Sommer, da komme ich tatsächlich hin bei 70 Millionen Einwohnern, dass das ungefähr so auch mit diesem Rhythmus hinhaut, dass die tatsächlich im Sommer durch sind. Nun weiß man es natürlich nicht ganz genau, aber das ist eine Perspektive. Wenn ich dann, habe ich heute Morgen mal gefragt, wie sieht das bei uns aus, wie viele sind denn schon geimpft und wie viele werden täglich geimpft? Und die Zahlen sind ja auch hier genannt worden, 18.000 sind geimpft. Und es werden im Augenblick pro Tag, glaube ich, 800 und so viel geimpft. Aber nach dieser Umrechnung, man muss ja die 130.000 auch umrechnen auf unser saarländisches Verhältnis, wir haben halt eben nur 1 Million Einwohner, wären es trotzdem knapp 2.000, die wir jeden Tag impfen müssten. Und wenn ich dann höre, es ist ein Impfstoffengpass in Aussicht, dann befürchte ich schon einiges. Und wenn ich dann auch höre, und das ist ja auch richtig, dass man das so macht, ich kann ja nicht jemand impfen und dann die Impfdosis für die zweite Impfung nicht sicherstellen. Das heißt also, wenn ich 100 Dosen habe, kann ich ja nur 50 Leute impfen. Das heißt, ich impfe mit der ersten Dose und eine lege ich weg. So, dann denke ich, das wird sehr, sehr schwierig, bei uns da auf einen grünen Zweig zu kommen. So, also das wollte ich vom Impfen nur mal vorweg schicken. Also der Ministerpräsident hat hier eine Lagebeschreibung gemacht, die ganz und gar nicht mit den Meinungen, wenn man an die Überschriften, wenn man den Überschriften glauben will, der Medien, das ist, stimmt nicht überein. Und da kann ich schon verstehen, dass der Kollege Scharf, der ja kein Feind des Ministerpräsidenten ist und ihn auch hier ja auch gelobt hat, dann hier mal tatsächlich die Presse gerügt hat. Das habe ich also selten bisher hier gehört. Und, aber verständlich ist es. Ich lese Ihnen mal so ein paar Titel vor. Da stand also da, Schulbetrieb nicht pandemiegerecht, Schulbusse sind mobile Hotspots, Kinder sind eingepfercht wie Schweine, es spielen sich untragbare Zustände ab. Dann steht da, heftiger Streit um Maskenpflicht im Unterricht. Immer mehr Lehrer fürchten um die Sicherheit ihrer Schüler und fühlen sich in ihrer Angst alleingelassen. Ärzte sehen kaum Nutzen von Luftreinigern. Und jetzt nur mal von den letzten 2 Wochen, also am 5. Januar, der Fehlerreigen bei den Schulen setzt sich fort. Das sind ja vernichtende Urteile. Regulärer Unterricht in weiter Ferne. Kontaktverbote werden verschärft. Schulen bleiben geschlossen. Saarkommunen rügen härtere Corona-Regeln. Das sind ja Ihre Parteifreunde, die in den Kommunen das Wort haben. Dann zwischen Corona-Bann und Corona- und Zahlen-Chaos. Streik an saarländischen Schulen gegen Präsenzunterricht. Das ist ja dann auch schon ein Streik, gibt es ja nicht. Das heißt also, man wehrt sich mit nicht legalen Mitteln gegen das, was man nicht gern hätte. Schulen blieben am Montag leer, Terminchaos verleitet Impflust, also trotz
jetzt Änderungen in der Methode, gibt es also immer noch einen Verdruss. Und dann hat der Ministerpräsident, schließt also einen härteren Lockdown nicht aus. Diese Angst überlagert kühles Denken, das war dann am 19.01., also und wieder alles am 19.01. Jetzt so heikel sind die Pläne für die nächste Lockdown-Stufe. Wir sind dabei, die Schrauben zu fest zuzudrehen. Corona-Rat warnt vor neuen, unspezifischen Maßnahmen. Warum Merkel diesen Top-Experten nicht hört? Das ist der Klaus Stöhr, der ist von meinem Kollegen Oskar Lafontaine auch erwähnt worden. Der wird dort nicht, dem wird dort kein Gehör geschenkt. Das bizarre Corona-Papier der Merkel-Flüsterer, also das wird dann so dargestellt, ist ja wahrscheinlich auch oder vielleicht auch, dass da nur diejenigen gehört werden, die, wo man die Meinung auch gut gebrauchen kann. Also die Maßnahmen der Regierung, ich habe das ja in der letzten Sitzung schon einmal gesagt, die gleichen ja eher einer Achterbahn oder so ein Schlingerkurs wie bei der Schleuderbahn, also von einem geraden Kurs kann da keine Rede sein. Und ich habe mal überlegt, wie kann ich das zusammenfassen? Ich fasse mal so zusammen, Pleiten, Pech und Pannen. Was soll jetzt noch kommen? Und das hat mein Kollege Bernd Krämer die Woche in der Landespressekonferenz in meiner Abwesenheit gesagt, kommt jetzt vielleicht die Mutter aller Lockdowns. Vor 3 Tagen hat wieder eine, ich sehe, das geht also ganz schnell hier runter, ich muss also jetzt wirklich krass zusammenfassen. Unsere Ansicht ist es, dass Frau Merkel nichts zu tun hat mit dem Saarland und ihre Kompetenzen einhalten muss. Und ihre Kompetenzen und ihre Aufgabe ist es, für Impfstoff genügend zu sorgen und ihn nicht an andere Länder abzugeben, wenn wir ihn haben. Sie hat einen Eid auf das deutsche Volk, dem deutschen Volk zu nützen, geleistet. Und wenn auch heute der Tag der deutsch-französischen Freundschaft ist, für die ich sehr bin und auch etwas dafür getan habe, wir sind nicht für die Franzosen verantwortlich. Das Zweite ist, mein Kollege Oskar Lafontaine, der hat es schon mehrere Male gesagt, und wir haben das auch inzwischen kapiert, es müssen Medikamente zuerst einmal erfunden werden, dann müssen sie besorgt werden, dann müssen sie zur Verfügung gestellt werden. Also umfangreiche Aufklärung sowieso, dann Impfstoff besorgen, an uns verteilen, Medikamente besorgen, an uns verteilen. Die Aufgabe der saarländischen Regierung ist es auch im Wesentlichen dafür zu sorgen, dass diese Dinge auch bei uns ankommen und dass auch die Hilfen, die der Bund für unsere Leute zur Verfügung stellt und jetzt, ich sage es nur mit einem Satz, unsere Geschäfte und so weiter, die also geschlossen haben und Hilfe kriegen, dass die auch hier ankommt und zwar dann ankommt, wenn die noch bestehen, nicht wenn sie schon kaputt gegangen sind. Also das wäre eine wichtige Sache unserer Landesregierung und eine wichtige Sache ist es, für unsere Landesregierung loszulassen. Wenn zum Beispiel das Gesundheitsministerium nur mal loslassen würde und diese Impfplanung an die Gesundheitsämter weitergeben würde, dann wäre es weiter näher vor Ort und es wäre näher vor Ort und es wäre bei Fachleuten. Dort sind also Ärzte und wenn die Gesundheitsämter das dann auch noch mal weiter nach unten geben in Kliniken und Arztpraxen, dann haben wir eine Entscheidung vor Ort und dann müssen sich nämlich diejenigen beweisen, die Macht oder Verantwortung haben wollen, da müssen sie sie auch ausüben und da müssen sie auch im Zweifelsfalle einmal entscheiden, da geht es ja nicht direkt, vielleicht unmittelbar, aber nicht direkt um Leben und Tod, aber da müssen sie schon entscheiden, ist es nicht vielleicht besser, wenn ich diesem Menschen oder dieser Berufsgruppe oder dieser Menschengruppe die Impfung zuerst zukommen lasse und das kann nicht eine Ministerin in Saarbrücken entscheiden für das ganze Saarland. Mit anderen Worten, noch eine Sache, wir sind immer noch zu wenig informiert und wir sind immer noch nicht neutral informiert.
nicht neutral informiert. Und es haben ja auch, und Herr Kommerson, Sie, die Sie jetzt die ganze Zeit schon das so sehr lustig finden, Sie haben das ja auch schon angemahnt, weil man Ihnen auch nicht alles sagt. So, nur wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie alles, dass sie umfangreich und neutral unterrichtet werden, dann werden sie das bringen, was wir von ihnen brauchen, nämlich Vertrauen. Und dann werden sie die Maßnahmen, die man ihnen auferlegt, auch tragen, eine gewisse Zeit. So, das werden sie aber nur machen, wenn sie Vertrauen haben können. Und das ist die Aufgabe von uns und das ist die Aufgabe von der Regierung, ihnen dieses Vertrauen so zu agieren, dass sie in uns dieses Vertrauen haben. Herzlichen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Vorfeld von Landtagssitzungen tagt das erweiterte Präsidium und legt zuerst einmal fest, ob eine Landtagssitzung ist und wann sie ist. Und dann wird auch die Tagesordnung beraten und einvernehmlich, bisher war das immer einvernehmlich, wird dann auch eine Tagesordnung aufgestellt und auch die Reihenfolge festgelegt. Wir hatten für heute in Anbetracht der Corona-Situation gedacht, dass wir das also möglichst kurz machen und haben aus diesem Grunde auch jede Fraktion Themen, die wir eigentlich vorgesehen hatten, verschoben auf weitere Landtagssitzungen. Und wir haben auch beschlossen oder uns verständigt, dass wir alle Tagesordnungspunkte, die nach der Regierungserklärung kommen, mit einer halben Redezeit bedenken. Und das ist also für die Oppositionsparteien, insbesondere für uns, für die Oppositionsfraktionen, insbesondere für uns sehr, sehr wenig. Und wir haben uns bisher, da sorgt auch schon der Präsident dafür, uns genau an die Redezeiten immer gehalten. Und wir möchten, also ich denke, das hier ist eine Veranstaltung des Parlaments und keine Veranstaltung der Regierung. Und es, ich rege an und ich denke, das wäre redlich, dass sich die Regierung vorher, so wie das die Fraktionen auch machen, da kommen verschiedene Redner, die haben vorher abgesprochen, wer wie lange ungefähr redet und dass man sich da abspricht und dass man dann die Zeit hier nicht überschreitet. Ich hätte jetzt aber das Wort trotzdem nicht genommen, weil ich habe dann auch noch zwei Dinge zu beanstanden. Das mache ich dann gerade noch und dann war es das. Zuerst einmal hat also der Kollege Wagner hat also gesagt und er hat nach mir geschaut und ich war damit gemeint, ich weiß es auch, im Ausschuss sind ja die nicht immer vorhanden oder anwesend. Ich habe im letzten Ausschuss eine Dreiviertelstunde zugehört, wie die Frau Ministerin mich hat versucht zu überzeugen, dass die Schule wichtig ist. Das habe ich mit 14 Jahren gewusst, deshalb bin ich Lehrer geworden. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich einen wichtigen Anschlusstermin gehabt und deshalb bin ich gegangen. Aber ich hätte erwartet, dass Maßnahmen diskutiert worden wären und nicht die Motivation, ob wir eine Schule brauchen oder nicht. Das ist sowieso klar. Zweitens. Es wurde auch und von der Ministerin auch gesagt, dass in den sozialen Medien, weiß Gott, was da los ist. Jedenfalls steht das ja dann so im Raum. Es gibt ja nur hier einen Bösewicht, das ist die AfD-Fraktion. Also ich kann hier versichern, ich nehme an diesen sozialen Medien, das hängt vielleicht vom Alter ab, nicht teil. Dankeschön.